Hoho, ihr Lieben, gerne würde ich euch während der Adventszeit noch einmal ein kleines Sportprogramm anbieten, euch was Gutes tun, euch eine kleine Freude bereiten. Ihr seht ja, ich bin ein bisschen weihnachtlich angezogen und ja, so 20 Minuten würde ich mal sagen, wird das gehen. Und wir brauchen keine Hilfsmittel heute, vielleicht ein Handtuch, wenn ihr mögt. Ansonsten geht's auch gleich los mit der Musik. Ich freue mich auf jeden Fall, euch zu sehen. Und es geht los. Genau. Bauchnabel wieder zur Wirbelsäule ziehen. Und wir laufen vor und rück, wie immer. Mein kleines Warm-up. Sehr schön. Ich hoffe, ich habe euch ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert. Vor und rück. Fußwechsel. Genau. Sehr schön. Die Arme schwingen mit. Perfekt. Ein, zwei Step. Zur Seite. Auf. Zieht zur Wirbelsäule, ihr Lieben. Richtet euch auf. Rücken gerade. Genau. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, ihr könnt auch eine schöne Weihnachtsmusik hören. Das war zusammengestellt für euch. Seite. Juhu! Gerade Rücken. Achtung, es geht gleich los. Wir drehen uns zwei, drei Mal. Ja, eins, zwei, drei und andere Seite und den Arm auch bitte wechseln. Juhu! Zwei. Drei und gleich wieder zur Seite. Genau. Und Spitzen aufstellen, wenn ihr zur Seite geht. Nehmt die Arme mit. Schaut mal, was in den Schultern. Beine mit raus. Genau. Arme neben den Körper, ihr Lieben, und die Ferse. Diagonal wieder die Arme mitnehmen, das ist ja das kleine Workout, was ihr von mir kennt. Sehr schön. Gleich kommt der Refrain wieder. Juhu! Reitet euch vor. Einmal. Zwei. Drei Handwechsel. Und wir drehen uns auch gleich zur anderen Seite. Eins. Zwei. Drei. Und wieder. Zur Seite. Fersen. Seite. Versucht mal mit den Fußspitzen. Ganz sanft, wie ein Kätzchen. Sehr schön. Kurz auslockern. Sehr schön. Wir stellen uns hüpft mal hin. Bauchnabel feste. Arme im Winkel, ihr Lieben. Und wir öffnen und schließen.
Sehr schön. Viermal schaffen wir. Eins, zwei, drei, vier. Haltet. Rechter Arm hoch und linker im Wechsel. Knie sind wieder leicht gebeugt, der Bauchnabel ist fest. Fünfmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Wieder zurücknehmen und einfach nur die Schulterblätter nach hinten ziehen und wieder vor. Rück. Vor. Rück. Vor. Rück. Vor. Rück. Vor. Dreimal noch. Eins. Zwei. Drei. Haltet für einen kleinen Moment. Zieht aktiv die Schultern und die Ellbogen Richtung Boden. Spürt, was in der Muskulatur passiert. Die Knie sind wie immer leicht gebeugt. Auf 5, auf 4, auf 3, auf 2, 1. Lösen. Kurz auflockern. Okay, Bauchnabel feste, Hände in die Taille und wir kippen das Becken wieder auf und ab für die Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule. Ihr wisst, das ist eine Übung, die ist bei mir schon eine Basic geworden, die wird auch immer bleiben, weil sie sehr wichtig ist. Aufgerichtet halten, Bauchnabel feste. Geht noch mehr in die Knie runter, bezieht ihr bitte den Beckenboden und die Po-Muskeln an. Für 5, Schultern tief, für 4, für 3, für 2, für 1, kurz lösen. Den Rücken, damit ein bisschen seitlichen, Bauchnabel feste, wir kommen tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch. Bringt wieder zu euch und wir bleiben tief, Schultern tief. Erstmal nur halten. Ihr verlagert bitte das Gewicht nach hinten auf die Fersen, ihr Lieben. Streckt den Po ganz weit raus, die Schultern sind unten tief und der Bauch stabilisiert unsere Rumpfmuskulatur. Für ein paar Sekunden halten. Achtung, wir schwingen mal rechts und links. Wir lockern uns Schultergürtel aus, die Kraft ziehen wir jetzt aus den Beinen. Und das Zentrum, 4 Stück, 1, 2, 3, 4 und noch ein Stück tiefer, wir schwimmen. Blick natürlich zum Boden, wisst ihr, aber ich schaue in die Kamera, damit ihr eure Liebe da sehen könnt. Schwimmt, komm, schiebt die Wellen beiseite mit Kraft. Bauch feste, Beine, Raumkraft jetzt, 2, 3, 4, 5, zurück, Hände auf die Oberschenkel, macht den Rücken rund und lang, rund, gleich mal wieder auslockern, wisst ihr, ganz wichtig, damit gar nicht erst die Muskulatur anfängt sich zu verspannen. Und wir halten einmal, schiebt den Po ganz weit nach hinten raus, Schultern weit nach hinten auf. Spürt die Dehnung. Macht den Rücken rund, kommt den Arm nach vorne, nach oben langsam, kreist bei den Schultern. Vorsichtig lösen. Wir stellen uns in die Grätsche. Die Füße nach außen, Bauchnabel feste. Und wir kommen lang hoch und tief. Genau, die Hände gleiten gerne auf den Oberschenkel. Kein Problem. Ich hoffe, euch ist auch schon mal schön warm geworden. Und natürlich wieder mein Heizung ausgestellt. Geht nicht nur mit Geschwindigkeit, wisst ihr ja.
Übung sollen sauber absolviert werden. Wir bleiben tief, verlagern das Gewicht von rechts auf links. So spitzen nach außen. Nur so weit, dass die Knie noch unter den Fußspitzen bleiben. Ist eine Wärme drin. Zwei, drei Mal noch. Eins. Zwei. Drei. Wir bleiben noch einmal tief. Zieht die Schulter noch mal bewusst nach unten. Kippt das Becken noch mal auf. Bauchnabel feste. Brust strahlt zur Sonne. Auf fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Vorsichtig lösen. Beine schließen. Und auslocken. Atmen. Genau. Nehmen einmal die Hände zusammen für den Brustmuskel, zieht die Schulter wieder tief liegen, drückt die Handflächen zusammen, versucht die Schulter, die Ellbogen auf Schulterhöhe zu nehmen, Knie sind wieder leicht geballt, drückt kräftig zusammen, jetzt nehmt ihr die Fingerspitzen auseinander wie ein Fächer. Gleichmäßig Kontakt zum Boden. Drei. Drückt noch mehr zusammen. Komm. Und den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Zwei. Eins. Einatmen nach oben. Und noch einmal einatmen. Ausatmen. Und noch einmal ein. Und aus. Kreis in den Schultern. Lösen. Ich komme einmal in den Ausfallschritt, stelle mich wieder zur Seite, Ferse wieder hoch, denke daran, dass die Knie in einer Linie sind, die Füße auch, Hände bitte in die Taille und wir kippen das Becken auf und ab. Dreimal. Eins. Zwei. Drei. Aufgekippt halten. Arme nach vorne, Schultern tief, lange Arme liegen, durchgedrückte Fingerspitzen, ausatmen in den Boden, Dehnung für die hintere Oberschenkel und natürlich die Wade auch und leicht nach vorne, Schultern wieder tief, noch ein Stück nach vorne. Die Kehle ist bis zum Anschlag durchgedrückt. Drei. Zwei, eins und vorsichtig lösen. Kräftig auslockern. Andere Seite. Knie wieder in eine Linie, Füße auch, Hände in die Taille und wir kippen auf und ab. Juhu, dreimal, eins, zwei, drei, aufgekippt halten, Arme nach vorne, Schulter tief, Fingerspitzen wieder ganz, ganz lang, ausatmen, Ferse in den Boden, verlagern das Gewicht wieder bitte nach vorne, Kniekehle ist bis zum Anschlag hinten durchgedrückt, schön atmen. Juhu, ich sehe euch und ich freue mich, wenn ihr euch mein Video mal anschaut. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Lösen. Kräftig auslocken. Okay, steht wieder hüftschmal. Arme auf Schulterhöhe und wir kreisen erst einmal, nehmt die Handflächen zur Decke.
zum Boden, sorry. Genau. Also werden etwas größer. Spürt mal, wie sich die Schultern jetzt mitbewegen. Genau, Bauch zieht wieder feste. Drei Runden. Eins, zwei, drei. Kurz halten. Macht die Arme ganz lang, stellt euch vor, die wollen aus den Schultern rausgezogen werden oder ihr schiebt ein Gewicht rechts und links weg. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Hände drehen um und wir kreisen wieder. Handflächen zeigen zur Decke. Genau, denkt an euren Bauch. Gerade Wirbelsäule, Becken, neutrale Stelle. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und kurz wieder halten. Wieder lange Arme, lange Fingerspitzen. Schultern tief, Knie leicht gebeugt. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Vorsichtig lösen. Okay, stehen wieder, hüftschmal, ihr Lieben. Ziehen jetzt mal die Schulter zu den Augen und wieder tief. Auch gar nicht mehr so lange. Mal noch. Eins. Zwei. Drei. Haltet die Schultern oben. Und fallen lassen. Zieht noch einmal hoch. Und fallen lassen. Und noch einmal. Und fallen lassen. Auslockern. Wir gehen wieder etwas breiter, also schulterbreit, ihr Lieben. Nehmen einmal den Arm nach oben, rutscht runter zur Seite. Kleinen Moment halten. Ausatmen. Und die andere Seite. Ausatmen zur Seite, einatmen, ausatmen, die andere Seite. Und ausatmen. Kurz auflockern. Okay, wir nehmen uns jetzt bitte doch wieder einen Stuhl. Setzt euch auf den Stuhl rauf. Genau. Ball legen wir erst einmal zur Seite. Gut, wir haben ja unser Workout jetzt schon überstanden. Jetzt nochmal ein schönes Lied für alle, die das Märchen mögen. Aschenbrödel, kurze Entspannung. Setzt euch erst einmal gerade hin. Kommt mit dem Po nach vorne, die Hände sind auf die Oberschenkel. Schließt die Augen und hört mir einfach nur zu, ihr Lieben. Tief einatmen, ausatmen. Füße haben gleichmäßig Kontakt zum Boden. Schultern sind tief. Wir legen das linke Ohr auf die linke Schulter. Der Mund ist leicht geöffnet. Vorsichtig wieder aufrichten, rechtes Ohr, rechte Schulter. Wieder aufrichten, Kopf in den Nacken. Thank you.
drehen den Kopf nach rechts. Ihr zieht bitte das Kinn Richtung Schlüsselbein. Wir bleiben immer noch gerade in der Wirbelsäule. Noch weiter runterziehen. Vorsichtig aufrichten. Kopf langsam zurück zur Mitte. Auf die andere Seite. Kinn runterziehen Richtung Schlüsselbein. Vorsichtig aufrichten, den Kopf zurücknehmen. Wir nehmen einmal die Arme hinter den Stuhl, also auf die Lehne. Spürt ihr eine Dehnung in den Schultern. Und in der Brustwirbelsäule bleibt wieder schön gerade liegen. Fingerspitzen komplett hinten lang machen. Gerade Wirbelsäule. Vorsichtig lösen. Arme wieder nach vorne nehmen. Kurz auskreisen. Okay, mit dem Po-Ski nach hinten rücken. Ganz entspannt mit der Wirbelsäule, Füße haben Kontakt, Hände wieder auf die Oberschenkel. Lass den Kopf einfach senken und wir genießen für einen kleinen Moment die Entspannung, die Ruhe und vielleicht mein Lieblingssong von Aschenbrödel. Der Kopf sinkt runter Richtung Brustwirbelsäule. Der Mund ist wieder leicht geöffnet. Wenn ihr mögt, dürft ihr die Zunge rausstrecken, um die Kiefermuskulatur zu entspannen. Schultern ganz entspannt. Lösen. Wir richten uns vorsichtig wieder auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken und wünsche mir von ganzem Herzen, dass ich euch was Gutes tun konnte und ich freue mich, euch bald wieder zu sehen. Tschüss, eure Etta.